geht wieder los. Es ist einfach nur unvorstellbar, was wir hier jeden Tag erleben. Es ist so crazy. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich erkläre es euch demnächst. Wir gehen wieder Karpfenangeln. Wir haben ungefähr mal wieder 3 Tonnen an Equipment dabei. Es ist so absolut crazy. Hier der Mate-Tank, hier irgendwelche Köderfische, die ich nicht benutzen werde. Jedenfalls nicht lebendig. Hier ist die Hölle los. Wir müssen jetzt alles aufs Boot beladen. Gut, dass ich jetzt filme. Dann tue ich wenigstens so, als wenn ich arbeiten würde. So, es ist so geil. Wir haben schon einen Platz vorbereitet, angefüttert. Das Zelt steht schon da, alles reserviert. Auf ein neues. Vielleicht klappt es ja diesmal mit dem Karpfen. Das war ja letztes Mal eine Aktion. Ich will so einen Vampirfisch fangen auf Kunstköder. Guck, ob das klappt. Hier ist die Hölle los jetzt. Wir haben kaum einen Parkplatz bekommen. Los geht's, alles klar. Ab, aufladen und let's go. Buenos dias. ¿Cómo andamos? Muy buenos días. Vamos acá con pesca con David, la perra. Sí. Si nos falta carnada, encarnamos con la, con la perrita. Hola Juan, ¿cómo anda? Claudio, buenos días. Hola Jefe. Leute, wir haben 1 Tonne Material dabei. Komplett crazy. Boot sinkt ja gleich. Mütze aufsetzen. Meine Lieblingsmütze von Camo Tackle, die besten Kunstköder der Welt. Hier oben bestellen bitte. Danke. Ich habe keinen Code dort. Das ist mein Partner und ich liebe die Jungs. Die besten. Abchecken, Köder kaufen und glücklich sein. Fische fangen. So Leute, wir sind da. Da vorne werden wir jetzt aufbauen, unser komplettes Camp. Er hat schon alles vorbereitet und für uns reserviert. Karpfenangeln ist nichts mehr für mich. Es ist einfach zu heftig. Es ist einfach zu hart. Ich bin zu weich. Sind sie zu hart, bist du zu weich. Es ist einfach so. Jetzt bauen wir hier erstmal auf. Oh, auch eine interessante Konstellation. Eine Batterie als Blei. Interessant, muss ich mir merken. Warte jetzt hier, dass nichts geklaut wird. Und den Rest müssen die Jungs rüberbringen. Jetzt passiert hier, dieses Schweinchen kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Und was dieses Schwein, was wir mit dem Schwein vorhaben, die krasseste Geschichte seit langem mal wieder. Wir werden es nicht essen. Du wirst das beste Leben vor dir haben. Du wirst das beste Leben vor dir haben. Du weißt es nur noch nicht, du kleines Ringelschwänzchen. Wir kaufen das Ding. 170. 1000, quanto era? 17.000 Peso kaufen wir das Ding, das sind so schlappe 80 Euro. Warum wir das machen, was wir damit vorhaben, bleibt dran. Wenn wir ihn jetzt nicht kaufen würden, dann würde er die nächste Woche nicht überleben, weil der Besitzer hat Geburtstag und der will sich das Ding reinpfeifen. Können wir nicht zulassen, weil das ist so domestiziert wie ein Hund. Das spielt mit den Hunden und schläft im Bett bei dem Typen. Kann man nicht töten. So. Jedenfalls, wenn wir es kaufen und dann werdet ihr sehen, was wir damit vorhaben, es wird mega crazy. Ja, das Ding hat eine lange Reise vor sich. Das wird eine wilde Aktion. Hoffentlich wird keiner gebissen. Leute. Es geht wieder los. Hier fliegen wieder die Fußbälle uns um die Ohren. Ganz schöner Vogel, der sich unser Futter hier schmecken lässt. Der sieht so schön aus, man kann es nicht sehen gegen das Licht, aber der hat so schöne Farben. Ein traumhaftes Tier. Was ist das bloß für ein Vogel, ey? Wunderschön. Das ist hier richtig gut. Heute geht's. Heute kriegen sie alle was. Karpfen, Vögel, Schweine. Aha. Langsam steigt das Wasser hier hoch. Das heißt, wir müssen jetzt umziehen, die Sachen nach hinten tragen, das Zelt wieder abbauen. Aber langsam, da fehlen nur noch ein paar Zentimeter. Das sind hier diese Sabalos. Und der nimmt die Filets als Köder zum Welsangeln. Ja, also das Wasser gibt jetzt hier. Also da hinten haben wir eben noch gesessen. Da wird auch mein Zelt heute Nacht stehen. Das heißt, ich kalkuliere, dass das Wasser in 12 Stunden wieder so hoch sein sollte wie jetzt. Also nachts um 1. Super. Ich glaube, ich werde überhaupt keinen Karpfen zu Gesicht bekommen hier in Argentinien. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir fangen irgendwas anderes. Für mich ist irgendwas hier mit dem Salzgehalt, weil das hat ja Verbindung mit dem Meer. Und hier sind teilweise auch so eine Art Meeresfische am Start. Und für mich hat das wahrscheinlich was zu tun mit dem Salzgehalt. Könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen zu viel Salz drin ist und dass sie deswegen nicht. Weil in Bodden bei uns gibt es ja auch Karpfen in Deutschland.
Spannend auf jeden Fall. Das nächste, was ich mache, wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich ihm erstmal ordentlich ein paar Haken schicken. Dann kriegt er erstmal von mir 1000 Haken zugeschickt. Das kann ich nicht mit ansehen, das Drama. Und du? Hast du. Ja? Okay. Sí, muy complicado, no estaba tapando el agua. Aha, okay. Tremendo. Jetzt haben sie einen Riesenaal gefangen. Oh, ich war marmar. Hier gibt es Riesenaale. Er hat auch schon so einen Monsterschlange gefangen. Das wollten wir eigentlich auch noch machen. In einem Parkteich hat er mal einen Riesenaal gefangen, so einen Meter Schlange. Monsteraal, sagt er. Nee, aber es ist kein Spaß. Er hat einen Kanal auf YouTube und den könnt ihr ja sehen. Der hat schon hier fette Aale gefangen. Bin mir nicht sicher, ob das unsere Aale sind. Kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber man täuscht sich immer wieder. Es gibt ja auch in Japan diese krassen Aale. Also wenn ich diese Gummistiefel nicht mitgebracht hätte, dann wäre der Typ wieder mit seinen Super-Sneakern von Tiempo de Pesca da wieder reingerannt. Und dann, der ist so crazy, dann wäre die ganze Nacht, hätte er wieder nasse Schuhe gehabt. Ich weiß gar nicht, wie der drauf ist, der Typ. Völlig eiskalt. Okay, also langsam wird es jetzt hier wirklich kriminell. Also hier unten ist es wirklich langsam Land unter. Wir können gar nicht mehr weiter weg. Alter! Jetzt kommen erstmal die richtigen Wellen von dem Ding. Das war ja noch gar nichts eben. Die kommen jetzt da hinten. Alter, das ist ein Tsunami. Das ist ein Hai. Okay, Leute. Ah! Ey, nein! Nein! Jetzt sind wir wirklich am Arsch. Ich komme hier nicht von meinem Stuhl weg, weil meine Schuhe sind da hinten. Ich meine, man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass wir hier im Atlantischen Ozean auf Karpfen angeln. Also ganz ehrlich, ich habe schon viel gemacht und so. Aber auf kleine Karpfen, kleine sind sie jetzt nicht, aber kleinere als in Europa zumindest. Und dann auch irgendwie in dieser trüben Suppe hier und im Meer, wo wahrscheinlich Haie rumschwimmen. Alter. Es gibt hier echt diese Schlangen, das sind so eine Art Klapperschlangen. Die sind wirklich so eine Art Klapperschlangen. Von denen gibt es hier voll viele. Müssen wir aufpassen. Wahrscheinlich kommen die jetzt nämlich alle raus. Charara heißen die. Charara. Chadrapa. Er hat einfach mal hier 24. Warte mal, ich habe vorhin hier 24 gezählt. 24 Hamburger. Aber ich frage jetzt, wir sind nachher zu viert. Und wir haben noch Fleisch. Kann man sich dann also vorstellen, was dann passiert nachher. Jetzt gibt es hier leckeren Dschungel-Hamburger mit Chimichurri. So eine geile, hausgemachte, geile Soße. Richtig geil mit Zwiebel. Voll lecker. Er hat ungefähr 50 Stück gemacht. So, Aru, er hat einen. Okay. Aber, was haben wir da? Ui, und... Ah, haben wir wieder einen. Ja! Wir haben wieder einen. Wow! Wow! Er ist größer, er passt nicht rauf, er ist zu groß, ein Riesenwels. Schön lecker, ne? Da vorne auf dem Steg, wo wir letztens waren, da sind jetzt 1 Million Menschen, die alle bei der Hitze da so krass gebraten werden. Wir haben ja noch einigermaßen Schatten hier, naja. Bagris haben sehr starke Stacheln. Was machen wir denn mal damit? Ach, wir essen. Hallo, komm her. Hi. Immer wenn man glaubt, man kann nichts mehr dazulernen, dann kommt doch noch irgendwas. Das ist eine Münze aus Uruguay. Uruguayanische Münze. Der meinte, das Ding dreht sich wie Sau. Das glaube ich ihm auch. Ey, diese Konstruktion, ich meine gut, ein 50er Barsch würde es aushalten, aber ja, war mir auch nicht. Crazy. Das ist ja so abgedreht, dass die Typen sich hier einfallen lassen. Aber wo sind wir denn hier? Der ist Argentinien, der ist eines der reichsten Länder der Welt gewesen. Damals. So, und zur Feier des Tages gibt es nämlich heute Wels, wenn wir heute Wels essen.
Also ich hau mir auch einen rein. So, und dann gibt es nachher den schönen gefrittierten mit Öl und Salz. Bin mal gespannt. Ah, er wird schon wissen, was er macht. Schließlich ist er ja nicht mehr der Jüngste. Da, bei Camp. Richtiges wildes Lager. Der Oskar hat jetzt hier den Kettfisch frittiert. Voll geil. Und da werde ich dort gleich mal probieren. Ah, nicht schön, dann da gar keine Gräten mehr dran. Okay. Hm. Muy bueno, sí. Muy rico. Ist gut, muss ich echt sagen. Wirklich gut, kann man sagen. Kann man essen. Das Ding ist hier so dicht. Das ist so ein monsterkrasses Schiff. Absoluter Wahnsinn, was hier lang heizt. Aus Griechenland. La bandera de Grecia. Sí. Algún bichito. Nos vemos. Tag Nummer 6 auf der Reise nach unserem ersten Karpfen in Argentinien. Es war schön und sehr nett mit den Jungs. Herrlich. Aber langsam reicht's. Medio de la familia de los bagres. So ein bisschen Welsartiger. Muy alargado. Haben die Kiddies gefangen. Wow. Crazy. Qué locura. So Leute, es gibt sie. Es gibt sie tatsächlich. Es gibt sie. Karpfen. Unglaublich. Vorhin ist der Fischer vom letzten Mal. Leute, jetzt machen wir ein Foto damit. Sie. Ah, er sagt, er macht es nicht, weil er ist natürlich Karpfenangler. Okay, jetzt essen wir Innereien, Leute. Es wird so hart. Wir essen jetzt die Hardcore-Innereien. Hier sind schon die Schmeißfliegen am Huhn. Und hier sind noch mehr Ochsenhoden dran und so. Oh, also ich könnte jetzt schon wieder so viele Clickbaits in dem Titel hier einfügen. Tsunami überrascht uns beim Angeln. Wir angeln 6 Tage nichts und dann passiert das. Nämlich auch nichts. Oder wir essen jetzt die härtesten Stierhoden und Innereien und die härtesten Magen und Lunge und die härtesten Sachen essen wir jetzt. Norris Laydown Minnow, der beste Wobbler der Welt. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Außer er heißt Yoshi. Vielleicht. Ach nee. Die besten Wobbler jetzt bestellen bei Kamutec und dann fangt ihr nicht solche Fische, sondern richtig schöne Fische. So, das ist die Pecherei. Ganz beliebte Speisefische. Hey, aber bueno. Die liebt das. Die sind fast transparent, die Fische. Unglaublich. Fast transparent. Fast durchsichtig. Unglaublich. Das ist jetzt Kuhdarm. Also wirklich, es sieht hier so wild aus. Das ist ein Kuhdarm. Da geht die Kacke von der Kuh durch. Und das ist echt hier die... Der Grill der Hölle. Der Grill des Todes. Da geht alles drauf. Komm, was wir haben mal Chinchu. Chinchuling. Chinchuling. Und ich esse jetzt Kuhdarm. Mit Chimichurri. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ein kleines Würstchen schmecken die. Sehen auch so aus. Da geht immer die Kacke durch. Richtig. So, das ist also der offiziell Kuhdarm, den ich mir jetzt schön schmecken lasse. Mhm. Ja, Pater, schuh. Und die ist weniger sauer. Ich hab's gefilmt. So, jetzt geht's los, Leute. Ich hör's schon. Ich hör's schon. Ich hör's schon. Es freut sich schon. Aber wenn es wüsste, dass ihm nur was Gutes bevorsteht. Es freut sich gar nicht. Okay, also das Schwein freut sich schon mal überhaupt nicht. Es denkt, es kommt auf die Schlachtbank, aber es kommt direkt ins Auto. Rums. Ruhe.
Gracias, papá. No, no, muchas gracias, gracias, muchas gracias. No, no, no. Cerra la puerta. Veneno. ¿Alles okay? Cerra, cerra. Bueno, bueno, listo, listo, listo. ¿Alles okay? Si lo trajeron, si lo cruzaron. So, das Schwein geht mit. Ein McRib to go, bitte. Das wird das geilste Leben haben. Das wird sein ganzes Leben lang nur von Kindern gestreichelt werden. Aber noch denkst du, dass es gleich stirbt. Gut, wir haben ja alle schon mal gedacht, dass wir gleich sterben, oder? Ich denke es hier beim Autofahren. Jeden Moment. Hallo, Sau. Komm. Jetzt lebt das Tier hier weiter, unser Schwein. Bei den Pfauen und ihr wisst schon, und jetzt reicht es aber auch. Ich habe jetzt Hunger, ich werde jetzt ein schönes Schweineschnitzel essen. Sofort, danke. Jetzt dreht jetzt der Typ völlig durch. Ich habe euch schon erzählt, dass der Claudio mal zum Psychologen müsste, weil der ist ein Karpfen gestorben und dann musste er zum Psychologen ein halbes Jahr. Richtig schöner, dicker Trairer. So sehen sie aus. Das sind meine Lieblingsfische hier. Die beißen auf Frösche. Richtig schöner, dicker. Na, kennst du den Victor Iras? Nee, aber er kennt euch. Schöne Tiere. Das ist der größte hier. Was ein Monster. Hey, November. Okay, mach's gut, Schwein. Bis dann, ciao. Also, er macht echt gut Spitz, da muss man echt sagen. Ich finde jetzt mal kurz.